Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Pokémon Silber. Ja, wie es hier scheint, sind wir in Azalea City. Was sagen denn unsere Pokémon? VM auf fast Level 15. Mein Nebula kam, die kaum trainiert. Ja, sonst haben sie alles auf einem konstanten Level gehalten. Eigentlich komisch. Mal kurz schauen, ob sie hier schon Tomok aus dem Boden weggeräumt haben. Nein, warum denn auch? Gut, haben sie wenigstens für Kurt besprochen? Na, wollte gerade sagen, wo rennst denn du hin, du blöder Charakter? So, erstmal hier pflücken. Hey, ein Aprikoko weiß! Dadam. So, weiß in der Itemtasche. Gehen wir mal hier rein. Hm, wer bist du? Silber, was? Du willst, dass ich ein paar Bälle mache? Verzeih, aber das muss warten. Kennst du Team Rocket? Egal, ich erzähl dir ohnehin darüber. Team Rocket ist eine üble Bande, die Pokémon für ihre Zwecke einsetzt. Man sagt, dass sie sich vor 3 Jahren aufgelöst haben. Aber jetzt sind sie am Brunnen und schneiden die Routen von Fleckmons ab, um sie zu verkaufen. Also werde ich ihnen eine Lektion erteilen. Halte durch, Fleckmons! Der alte Kurt ist auf dem Weg. Tschüss. Gut, wir müssen sowieso erst Team Rocket aus dem Weg räumen, bevor wir auch mit der Arena weitermachen können. Okay. Nein, mit dir reden wir jetzt nicht, weil du ein Arsch bist. Mist, ich stand da oben wache, als ein Verrückter vorbeikam und mich anschrie. Ich bin so erschrocken, dass ich hinuntergefallen bin. Bläh. Ich glaube, ich lasse meine Wut an dir aus. Dün, 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 dün. Der erste Rocket-Kampf. Rocket rubelt jetzt ratzfatz ein. Okay, da können wir Safety kaum nutzen. Na komm. Hier. Nutzlos werden wir jetzt auch ein wenig nebenbei trainieren, damit wir die alles im konstanten Level haben. Ich habe vor, diese möglichst auf ein Level zu bringen, und zwar Level 16 bzw. Level 17 in diesem Part. Das heißt, wenn ich werde so nachdem ich Rocket hier so niedergemetzelt habe, werde ich sie auf Level 17 etwa trainieren. Oder... Nee. Ach, mal schauen. Na komm, Nutzlos. Ja, Nutzlos ist echt nutzlos. Gegen kann ich mal eine Attacke treffen. Was bist denn du für so ein scheiß Noob? Wieso hast du das ausgewählt, Maluxia? Wieso? Willst du da irgendwas bezwecken? Ja. Ratzfratz. Nein, wir wechseln nicht. Komm, wir lassen jetzt Nutzlos vorne. Lass mich weiter davon nutzlos sein. Komm, Tackle. Hier setze ich nochmal Tackle ein. Ich Idiot. So, nutzlos benutze Tackle. So, und jetzt Rasierblatt. Na komm, rasieren wir jetzt mal so die Schnurhaare. Bäm. Volltreffer. Der Volltreffer hätte auch vorher kommen können. Zack, erreicht Level 15. Schön. Nutzlos versucht Giftpuder zu erlernen. Aber Nutzlos kann nicht mehr als 4 Attacken erlernen. Soll eine andere Attacke zugunsten vom Giftpuder vergessen werden? Ja. Wir tun jetzt einfach mal Heuler weg, weil Heuler doof ist. Reflektor finde ich sinnvoller. Ich persönlich. Retropol wurde besiegt. Ah, heute ist nicht mein Tag. Silberheld, 360 Pokédollar. Oh, ein wildes Pokémon. Und was kommt hier? Ah, ein Zubat. Level 6. Na komm. Hier, einmal Hypnose schön. Gut, Zubat schläft. Schlecker. Ich weiß, ich könnte das Viech wesentlich effektiver erledigen. Aber da Safety sowieso mit dem Level hinterherhängt, weil die anderen beiden es höchstwahrscheinlich nicht so für nötig geachtet haben, da Nebulak zu meinem Teamteil gehört, zu turnieren, werde ich es einfach tun. So, Slash, boom. Na komm. Die Musik cool. Wir sollen aufhören, den Fleckmons ihre Routen abzutrennen? Ja, versuche uns alle zu besiegen. Das ist bestimmt mal so ein cooler Remix. Kann ich mir gerade so vorstellen. So, Rocket Ruppel möchte kämpfen. Super Training Kampf. Da können wir mal gleich mal hier wieder hier mit unserer Safety Hypnose einsetzen und so. Na komm, Hypnose. Wie schön. Okay, Schlecker. Zubat schläft tief und fest. Schläft tief.
Ich glaube aber, in späterer Edition kommen tief und fest. Also, dass es halt so erweitert wird. Ja, ich weiß, dass du schläfst. Safety! Ach ja, und ich kann euch gerne nochmal demonstrieren, wieso ich gerne einen Nebulak ins Team holen wollte, beziehungsweise einen Apollo. Weil, Nebulak hat nämlich einen sehr hohen Spezialangriff, im Gegensatz zu anderen Pokémon. Okay, bei Rettern brauchen wir es nicht unbedingt. Der wäre eventuell, nehmen wir Hutut. Genau. Hat einen sehr hohen Spezialangriff. Der Spezialangriff von Nebulak, der dürfte so etwa doppelt so hoch sein wie gegenüber den anderen Pokémon hier, die wir jetzt momentan im Team haben. Und ich würde mal sagen, doppelt so hoch, das ist definitiv nicht wenig. Die anderen dürften bei 20 und zwischen 20 und 30 rumgurken mit Spezialangriff, während Nebulak mit Spezialangriff zwischen 40 und 50 rumgurkt. Also, das ist definitiv nicht niedrig. Ich kann gerne nochmal nachschauen. Du vorlautes Blag. Gut, schauen wir mal nach. Status. Da. 38 Spezialangriff. 22. 22. 24 und 31. Okay, jetzt muss man auch sagen, Vati hat sich schon einmal entwickelt. Ey, Nutzlos hat ein Item dabei. Was hat es denn da dran? Wundersaat. Okay, Wundersaat erhöht Pflanzenangriff. Also passt schon so. Haben die gut gemacht, die beiden. Wer es nochmal von den beiden gewesen ist. So, noch ein Team Rocket Scherge. Na komm, wir sollen aufhören, den Flecken uns ihren Ruf nachzutrennen. Wenn wir auf dich hören würden, wäre der Ruf von Team Rocket ruiniert. Darauf scheiße ich. Wirklich, darauf scheiße ich. Ich scheiß darauf. Na komm. Willst du mich mal. Oh, scheiß Ratzfatz. Jetzt können wir Safety nicht nutzen. So, Pokémon. Hut, Hut. Ja, komm. Rutenschlag, gib's uns. Du machst uns hier fertig mit deinem Rutenschlag, Schnabel. Biu. So, Ratzfatz benutzt Tackle. Schnabel. Damn. So. Wow, das waren sehr viele Erfahrungspunkte. Zubat. Sollen wir Safety nutzen oder nicht? Ne, wir lassen Hutu draußen. Schnabel. Damn. Oh, scheiß Blutsauger. Schiebt das für sonst wohin? Das war sogar ein Volltreffer und hat nur 2 KP abgezogen. Das Viech will uns wohl zu Tode saugen. So, Hutu teilt 103. Oh, Level 16. Ich glaube, auf Level 20 entwickelt sich Hutu. Ey, versuch auch Hypnose zu lernen. Ist die erste Psycho-Attacke für Hutu. Obwohl wir schon einmal Hypnose haben, werden wir es jetzt einfach Hutu beibringen. Ich denke mir jetzt einfach nichts dabei, weil Heuler so eine nutzlose Attacke ist. Zubat. Okay, diesmal tun wir jetzt Safety raus. Weil es sowieso gerade mal Level 14 ist. Und die anderen Level 15 und 16. Ein paar Erfahrungspunkte könnten jetzt Safety auch nicht schaden. Ja, ist jetzt sowieso bald Level 15. Das hat keine Wirkung. Hä? Sonst hat es doch. Wohin hat es doch gewirkt gehabt? Will das Ding mich jetzt verarschen? Nochmal. Hä? Wieso funktioniert das jetzt, Ding? Wieso funktioniert das jetzt nicht? Wohin hat es auch funktioniert? Eigentlich müsste es sogar sehr effektiv sein. Psycho. Irgendetwas ist hier ganz gewaltig kaputt. Ja, was soll's. Na komm, Schlecken will ich zu Tode. Ich schick dich zum Schlecker. So. Wie gesagt, Nebulak ist wirklich nicht schlecht. Es hat nur am Anfang relativ schwache Attacken. Aber so ab Level 20 oder so wird's richtig gut. Also, ich würde es auf jeden Fall ins Team holen. Und man bekommt es auch relativ früh und es kann wirklich richtig mächtig werden. Man könnte auch genauso gut Abra bzw. Kadabra nehmen. Aber ich bevorzuge Geist-Pokémon. So, 41 Spezialangriff haben wir jetzt sogar schon. So, du bist zu stark. So. Ein Flecken mit abgetrennter Route.
Huh, es trägt einen Brief. Brief lesen? Silber liest den Brief. Sei so lieb und kümmere dich bitte um Opa und das Fleckmon. Danke, Papa. Oh, süß. Ein Fleckmon mit abgetrennter Route. Mehr nicht. Du bist vom Fleckmon mit abgetrennter Route. Nebenstatist. Was willst du? Wenn du uns bei der Arbeit störst, gibt es für dich keine Gnade. Smogon! Okay, nee, ich glaub, nee, das hält ihm nicht gegen. Ich glaube, das ist Gift pur, also nutzlos ist scheiße. Benutzen wir mal Vati, das hatten wir jetzt in dem Part noch gar nicht benutzt, genauso wie vorher im Sklave. Aber ich möchte jetzt mal Vati benutzen, wir möchten mal sehen, was es drauf hat. Unser Kaido wird sich schon was dabei gedacht haben mit Vati. Eigentlich wollte ich Vati als Teamkollege haben. Boah, ist immer scheiße, ist Vati auch noch vergiftet. Also, das ist zu meinem Teil des Teams gehört, aber Kaido hat gesagt, nee, er möchte es haben. Und da ich Gott sei Dank noch ein paar andere Wünsche hatte wegen des Teams, habe ich dann gesagt, okay, nimm du, ich nehme was anderes. Und ich sag euch jetzt nicht, was ich für Pokémon nehme und wieso ist mir gerade ein Spielzeug, den ich Pistole, auf meine Tastatur gefallen. Und für Fakt, nein, ich spiele nicht mit Playmobil, ich habe das Ding aus meinem Schuh gezogen. Ja. So, Donnerschock. Okay, man muss noch ein wenig an den Werten von Vati rumschrauben, aber was soll's. Das waren viele Erfahrungspunkte. Rocket Rumpel wurde besiegt. Du hast dich heute wacker geschlagen, Kleiner. Wir sehen uns. Silber erhält 560 Pocket-Dollar. Ja, Team Rocket wurde vor 3 Jahren zerschlagen. Aber wir haben unsere Arbeit im Untergrund fortgesetzt. Nun kannst du zusehen, wie wir für Unruhen sorgen. So, ja, jetzt kommt hier wieder der Kurt. Weiter so, Silber. Team Rocket ist abgehauen. Meinem Rücken geht's auch schon besser. Lass uns gehen. Oh, reden wir mal mit dir. Kurt, hi Silber. Du hast dich am Brunnen wie ein wahrer Held benommen. Ich mag deinen Stil. Es wäre mir eine Ehre, für einen Trainer wie dich Bälle anzufertigen. Bälle. Das ist alles, was ich habe. Aber bitte nimm es. Silber erhält Köderball. Silber stellt Köderball in die Balltasche. Ich mache Bälle aus Aprikokos. Pflücke sie vom Bäumen und bring sie zu mir. Ich fertige daraus Bälle an. Kurt, du hast einen Aprikoko für mich? Schön, ich werde einen Ball daraus machen. Cool, Aprikoko weiß. Ich werde einen Tag brauchen, um einen Ball zu machen. Komm später wieder. Okay. Das ist, glaube ich, das Fleckmon-Game. Was sagst du mir? Das Fleckmon, das mir mein Vater gab, ist wieder da. Auch seine Route wächst wieder nach. Das würde ich auch können. So. Wie sind wir denn vergiftet? Ah, wir sind geheilt worden. Schön. Gut, wir werden jetzt einfach mal stumpf hier in den Wald reingehen. Na komm. Oh. Auch unser Rivale. Sag mir etwas. Ist es wahr, dass Team Rocket zurückgekehrt ist? Was? Du hast sie geschlagen? Ha! Hör auf zu lügen. Du machst keine Witze? Dann lass uns sehen, wie gut du bist. Ich finde die Musik gegen Rivalen auch richtig geil. Auch wenn der Rival etwas schwul aussieht. Gold schickt mir wohl Lack in den Kampf. Unser Nebulak dürfte aber besser sein. Na komm, Nebulak gegen Nebulak. Ist doch keine... stimmt, weil es Geist ist. Idiot. Habe ich auch gerade probiert. Das ist... stimmt, wieso haben wir nicht vorher Schlecker benutzt? Na komm, ihr schreckt das Viech auch noch zurück. Wir machen dich aber trotzdem eher fertig. Fletch. Die Attacke ist sehr effektiv. Fein. Save dir 243 Erfahrungspunkte. Wow, fast Level up. Gold setzt Zubat ein. Okay, da wechseln wir wieder. Das war hier sehr gut. Weil Zubat Käferflug ist. Oder Giftflug. Eins von beiden. Ich glaube eher Giftflug. Und das Flug ist Donner. Ist gut. Was ist ausgewichen? Oh, verwirrt. Hä, wieso ist es ausgewichen? Warte, ist verwirrt. Donnerstock. Na komm, reicht es? Gut. Die Attacke ist sehr effektiv. Level 16. Schön. Eagle Lava. Okay, damit ist der Rival uns schon mal einen Schritt voraus. Wir nutzen jetzt nochmal Safety.
Oh, ist sogar auch schon Level 16. Okay, wie man sieht, wir sind mit dem Level vielleicht etwas hinterher. Nicht viel. Komm. Das hat keine Wirkung. Hey, normalerweise muss das eine Wirkung haben. Okay, vielleicht kann es paralysieren. Na klar, es brennt auch noch Safety. Eine Gaswolke brennt. Oh. Dann setzen wir doch was anderes ein. Ich wollte gerade sagen, nutzlos. Nee, wir benutzen jetzt mal VM-Opfer. Na komm. Gut. Finde ich eigentlich gut, dass wir schon ein weiterentwickeltes Pokémon haben. Wir hätten eigentlich viel besser trainieren sollen. So. Komm. Noch einmal Rückzug geben, so richtig schön reingebasht. Gut. Zack. Oh. Rückzug-Keep. Na komm, noch einmal Rückzug-Keep und dann hat sich die Sache schon. Genau. Gesiegt. Ah, Safety ist Level 16. Schön. Safety versucht Fluch zu erlernen. Aber Safety kann nicht mehr zu Attacken erlernen. Ich bin eigentlich eher geteilter Meinung, wenn es um Fluch geht. Aber wir werden Fluch erlernen statt Groll. Weil Fluch doch sehr praktisch sein kann. So. Gold wurde besiegt. Nutzloses Pokémon. Hey du, du hast nur gewonnen, weil mein Pokémon schwach sind. Silberheld, 960 Pokédollar. Ich hasse Schwäche. Pokémon-Trainer, es macht keinen Sinn Unterschied. Hä? Es macht keinen Sinn. Ja, wer oder was, bla. Ich werde stark sein und das Schwache auslöschen. Das gilt auch für Team Rocket. Nur gemeinsam sind sie stark, aber triffst du auf einen allein, ist er schwach. Ich hasse sie. Geh mir aus dem Weg. Ein Schwächling wie du ist nichts mehr als eine Ablenkung. Okay, ich werde jetzt die Pokémon schnell oft genug alle auf Level 16 machen. Ja, ich weiß, dass ich spät dran bin. Gut, wir sehen uns dann, ich glaube, ich dann spätestens dann wieder, wenn wir, Dingens, ja, wenn wieder Level 16 ist. Also Leute, bis gleich. Ja, Leute, sind wir wieder, ich werde nur kurz eben noch ein Pokémon verdreschen. Ja, ich bin nur kurz hier in den Steineichenwald reingegangen. Weil unser Endivier, nutzlos, gleich Level 16 ist. Und auf Level 16, laut meinen Erinnerungen, entwickelt es sich dann. Und den letzten Kampf wollte ich dann noch eben zeigen. Na komm. So, es dürfte es sich entwickeln. Nutzlos erhält 50 AP. Bidim. So. Hey, nutzlos entwickelt sich. Nutzlos ist nun richtig nutzlos. Glückwunsch, ein Nutzlos wurde zum Lorblatt. So. Schön. Jetzt haben wir alle Pokémon auf Level 16. Habe ich eben durchgezogen. Wir tun wieder Safety nach vorne. Genau. Was bist du für einer? Oh Mist, mein Boss wird sauer sein. Das Porenta, das mit dem Zerschneider Bäume fällt, um nach Holzkohle zu suchen, ist abgehauen. Ich vertraue mich nicht in den Steineichenwald, um nach ihm zu suchen. Er ist so groß und dunkel und unheimlich. Okay, dann gehen wir mal auf Porenta-Suche. Da. Und ein Pokémon-Kampf. Und ich habe noch eine Minute. Na komm. Okay, jetzt wird's kritisch. Hoffen wir mal, dass das hier reicht. Nein. Och, nee. Nein, es muss das Vieh auch noch so lange Attacken einsetzen. Ach, wir fliehen einfach schnell. Okay, Leute, an dieser Stelle werden wir den Part beenden. Das war Let's Play Pokémon Silber und Together, habe ich vergessen. Gut, und bis zum nächsten Mal. Tschaußen.